Willkommen zum Video-Adventskalender und heute ist was ganz Besonderes. Heute stehe ich vor der Chemie und ich werde ein paar Aufnahmen von der Weihnachtsvorlesung der Chemie machen. Und dazu gehe ich doch gleich mal rein. Das ist die Chemie außerdem. Also, da und da ist dann gleich die Vorlesung. Ein Moment, gleich sind wir da. Und nichts wird reinkommen. Die Tür ist zu. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Na gut, gehe ich halt hinten rein. Ein Anruf genügt und schon wird die Tür aufgemacht, die gerade verschlossen war. Meine Schwester wird gleich kommen. Und ja, Weihnachtsvorlesung ist halt Tradition in der Chemie. Ich kann euch nur empfehlen, dahin zu kommen. Aber warum, das werdet ihr dann gleich sehen, wie zum Beispiel... What the... Seht? Was ist das? Weihnachtsvorlesung, das sind schon alle Termine. Und da wird noch geprobt. Ich gehe mal eher durch die Tür. Das passiert, wenn man sich nicht auskennt. Man geht in eine Tür, wo es nicht weitergeht. Es ist nicht die linkeste Tür gewesen, die man gehen soll. Mist. Jetzt bin ich im Gang der Spieler. Und die sehen auch schon richtig nice aus. Also, mein lieber Charlie. Ich bin gerade sozusagen live in die Probe reingeplatzt. Herophilie! Und hier sind ein paar Leute, die gerade drauf warten zu spielen. Ich werde den einen oder die andere noch interviewen. Und Gretel. Verliefen sich im Wald. Es war so finster und auch so bitter kalt. Und warum? Das lernen wir dann im Interview. Und hier haben wir, hallo, und hier haben wir eine Lampe, eine Leuchte. Zeig mal die helle Leuchte. Das ist eine helle Leuchte, die aus dem Bergwerk, aus der sächsischen, nein, aus dem Elbsandstein. Nein, sächsische Steinkohlenbergbauer. Sächsische Steinkohlen? Krass. 1965. Das heißt, die ist auch geschützt, dass die so sagen, 1965, da war ich noch nicht mal auf der Erde. Krass, ne? Geil. Wir sind direkt in der Chemie. Und hier werden so bestimmte Dinge hergestellt. Ha. Ja, und diese Dinge wurden nur angeschafft, um bei der Weihnachtsvorlesung sozusagen für die Weihnachtsvorlesung für den sozusagen besten Effekt, Knalleffekt zu sorgen. Das natürlich nicht für den laufenden Forschungs- und Lehrbetrieb. Ne. Sieht irgendwie schon komisch aus. Ich bin jetzt direkt in der Weihnachtsvorlesung und die Statisten, die bereiten sich gerade vor, indem sie alle einfach so Frontalessen. Das Frontalessen ist deshalb wichtig, weil die Show, die sie da bieten, ist eine Frontalshow. Man sollte zur Weihnachtsvorlesung kommen, weil... Weil ich dabei bin. Okay, gibt es auch sonst Argumente? Weitere? Viele? Frag andere? Wegen der Krone. Man sollte zur Weihnachtsvorlesung nicht kommen, weil... es gefährlich ist. Nein, man sollte immer kommen. Immer zur Weihnachtsvorlesung. Weihnachtsvorlesung lohnt sich immer. Jedes Jahr aufs Neue, immer ein neues Programm mit neuen Schauspielern und immer wieder, ja, sehr schön auf jeden Fall. Auch wenn man zum Beispiel schlechte Filme kennt, man muss sie selbst anschauen, um zu wissen, dass sie schlecht sind. Hey. Ja, das ist ein Ja, das ist ein Ja. Nein, das ist kein Ja. Ich deute das als weibliches Ja, also nein. Nein. Hier sind wir in der Technik, Regie, sage ich mal so. Und wir hatten sozusagen die Einspieler gemacht. Bitte, was? Ja, er ist intelligent. Man sollte zur Weihnachtsvorlesung kommen, weil? Weil sie spektakulär und aufregend ist. Ja, ich habe es jetzt angeschaut, also habe schon fast geweint. Ja, und emotional dies Jahr, das stimmt. Ja, stimmt. Emotional ist sie wirklich. Ja, also eine wunderbare Geschichte mit einem wunderbaren Ende. Naja. Man sollte immer kommen. Ja, immer da. Ich habe schon Schlimmeres gesehen auf YouTube. Ja, auf YouTube. Auf YouTube findest du auch alles. Stimmt, selbst. Aber hier in der Weihnachtsvorlesung, da ist das Spezielle. Da findest du die wahre Geschichte. Also kommt vorbei, schaut es euch an. Richtig, ganz genau. Schleichwerbung. Man sollte zur Weihnachtsvorlesung kommen, weil... Hä? Man sollte zur Weihnachtsvorlesung kommen, weil... Hast du da geile Fragen? Ja, ich habe die Argumente hab ich schon gehört. Andere Argumente? Ich habe Alkohol. Ja. Wir haben für Frauen und für Männer. Ja. Wir haben einen Text. Ja. Wir haben Chemie. Ja. Wir haben Plätze. Ja. Und sonst noch so Dinge? Wo bist du eigentlich? Wir kommen das näher. Ja. Wir haben zu wenig Geld. Wir haben zu wenig Geld. Ja. Du wirst angewiesen auf das Geld. Ja. Und jung. Ja. Sonst noch was? Ich mag mich. Ich mag mich auch. Ach du Scheiße.
zwischendurch. Das passiert dann morgen. Und das gibt es dann morgen zu essen. Das gibt es immer im Haus im Pelz, oder? Ja. Und du machst morgen das Licht? Ja, und ich hoffe, dass dem Publikum nicht entgeht, dass ich bei jedem starken Nieser, weil ich so erkältet bin, das Licht verreiße. Also das ist so ein kleiner Hint, so ein kleines Special, was wir in der Weihnachtsvorlesung machen. So kleines Licht. Licht. Und also immer wenn das Licht so schnell runter wieder hochgeht, dann bin das ich, weil ich Angst habe. Also du bist die helle Leuchte. Genau. Also die so macht. Also könnte auch hinter, also vor mir ein bisschen feucht werden. Mit dem Beat. Ja, und alle die, ja, ich stecke gerne Menschen an. Hätte du brennst gleich. Also, was? Okay, ich geh weg. Ja. Also wer mich morgen, wer das morgen sieht, weil ich niese, der gewinnt ein kleines Schaum. Oh, dann Gesundheit. Man sollte zur Weihnachtsvorlesung kommen, weil... Zur Weihnachtsvorlesung sollte man kommen, weil... Aber ist das ein Interview? Nee. Zur Weihnachtsvorlesung sollte man kommen, weil... Es ganz viele tolle Leute gibt, die nichts davon verstehen, was wir auf der Bühne machen, es aber trotzdem tun und das Ganze ohne sich zu verletzen. Und das ist sehr erstaunlich. Okay, ich gehe wieder. Das war mir zu viel. Morgen, dann könnt ihr das jetzt noch machen. Das war es soweit von der Weihnachtsvorlesung. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen und wir konnten euch überzeugen, dass ihr auch vorbeischaut. Wir, also eigentlich das Weihnachtsvorlesungsteam, würde sich echt freuen, wenn ihr die Mühe ehren würdet und den 1 Euro, 2 Euro, wie viel kostet es? 2. Die 2 Euro ausgebt, um etwas Schönes zu sehen. Also glaubt mir, ihr kriegt auch was davon. Nicht nur zu sehen, sondern auch zum Essen und Trinken. Das kostet extra an. Nein, kommt vorbei. Ist schon schlecht. Ist schon eine fette Mutti. Da sind sie. Ja, kommt, bitte kommt.